Und zwar, ich bin der Daniel und ich erzähle ein bisschen was über das Nexmon-Projekt und wie wir damit Wi-Fi-Hacking auf Smartphones wieder groß machen wollen. Zunächst mal, um was geht's? Über was wollen wir reden? Der Ausgangspunkt für das Projekt war, den Monitor-Modus auf Smartphones aktivieren wieder. Und deshalb ist auch der erste Teil quasi nur, geht es nur um den Monitor-Modus. Zunächst reden wir mal drüber, was ist überhaupt ein Monitor-Modus? Warum ist es cool, das auf dem Handy zu haben? Dann werden wir nur darüber reden, was für Code wir extrahieren mussten, wie der aussah, wie das funktioniert hat. Danach gehe ich noch auf ein Patching-Framework ein, was wir entwickelt haben. Das ist einfach, um uns das Leben einfacher zu machen für das Reverse Engineering. Dann gibt es so eine kleine Demo. Und danach sage ich noch was zu einem nativen Monitor-Modus. Es gibt nur ein paar verwandte Projekte und am Schluss noch eine Future-Work-Sektion. Also, was ist denn überhaupt dieser Monitor-Modus? Generell, mit dem Monitor-Modus möchte man alle Frames empfangen, die auf dem Kanal sind. Also nicht nur Datenframes, was man sonst so kriegt im normalen Modus, sondern auch Management- und Control-Frames. Außerdem will man nicht nur Frames empfangen, die an die eigene Station gehen, sondern auch Frames, die an irgendwelche anderen Stationen gehen. Also die als Empfängeradresse andere MAC-Adressen als meine eigene haben. Ein anderes cooles Feature ist ein Injection, was man eigentlich auch haben möchte. Damit kann ich quasi beliebige Pakete versenden. Und am besten ist es auch noch, wenn man so Legacy-Tools wie die Aircrack Suite zum Laufen bringt, weil die haben halt schon jede Menge Angriffe implementiert und da kann man dann beliebig viel Spaß haben. So, es ist die Frage, wie mache ich denn so einen Monitor-Modus auf dem Handy? Also standardmäßig lässt er sich nicht aktivieren. Ist die Frage, zuvor noch ein anderes Thema. Das ist das Standard-Interface, das man hat. Und eigentlich möchte man so ein Interface haben. Und zwar möchte man halt eben auch die Control- und Management-Frames haben, aber auch alle Header, also alle 802.11-Header, um möglichst die Frames, so wie sie auf dem Kanal sind, unverändert eben analysieren zu können. So, wie gesagt, wie aktiviert man so einen Monitor-Modus? Kann man denn nicht einfach den Treiber modifizieren? Das ist ja Open Source und so weiter. Reicht es denn nicht, wenn man den Treiber modifiziert? Nope. Reicht auf keinen Fall. Warum? Da gehen wir jetzt drauf ein. Es gibt eben generell zwei verschiedene Arten von Treiber. Es gibt Softmac und Fullmac-Treiber oder auch Chips. Die einen findet man mehr auf Laptops und die anderen mehr auf Smartphones und Tablets. Es hat halt den Hintergrund, die Fullmac-Chips sind eher dazu da, Strom zu sparen, deshalb bei Tablets und Smartphones eher Fullmac-Chips, während bei den Softmac-Chips, die findet man eher ein Notebook, wo es nicht ganz so wichtig ist, Strom zu sparen. Und da wird auch dann die Mac-Layer im Treiber behandelt, also im Betriebssystem. Und bei den Fullmac-Chips kann eben das ausgelagert werden auf den Chip selber. Dann, wie sieht das Ganze aus, wenn man sich die Firmware anschaut? Also, wir haben schon gesagt, Treiber reicht allein nicht zu modifizieren. Von der Firmware sieht es so aus. Links quasi der Full-Mac-Chip hat viel mehr Aufgaben als der Soft-Mac-Chip. Also ist auch viel größer. Die ganze Mac-Layer ist daran implementiert. Wir wollen die Mac-Layer modifizieren. Für den Monitor-Modus müssen wir das. Und deshalb müssen wir die Firmware modifizieren in unserem Fall. Es gab schon Projekte, die das schon gemacht haben. Zum Beispiel das PCMon-Projekt oder MonMod-Projekt. Die haben das eben schon für das Nexus One zum Beispiel, das Nexus S oder das Galaxy Tab aktiviert. Eben auch durch Firmware-Modifikationen. Das Problem bei den Projekten ist, dass es relativ alte Geräte sind, wo es halt funktioniert. Das Nexus One ist schon eine Zeit lang alt. Es gibt keinen Source-Code dazu. Also ich habe nur eine fertige, gepatchte Binary. Ich kann aber auch nicht nachvollziehen, was denn da jetzt verändert wurde oder nur ganz, ganz schwierig. Wir wollten eben jetzt neuere Hardware supporten und wir haben uns dann entschieden, das Nexus 5 zu verwenden. Das hat eben auch einen Broadcom-Chip, was eben den Vorteil hat, dass man schon auf obwohl dieses PCMon und MomMob, diese vorherigen Projekte, obwohl da wenig Dokumentation da ist und so weiter, können wir doch so ein, zwei Sachen lernen von denen. Deshalb wollten wir auch auf einem Broadcom-Chip aufbauen, um eben da schon drauf aufbauen zu können.
in unserem Fall ist es der BCM4339. Er unterstützt 802.11n und AC, was ganz nett ist. Auch 5 GHz. 40 und 80 MHz breite Kanäle. Und der kann halt eben, das ist ein kleiner Nachteil, er hat nur eine Antenne, also kann er nur einen räumlichen Stream auf einmal. Aber das ist jetzt kein großes Problem für den Monitormodus erstmal. So, es ist die Frage, so wo kriege ich denn die Firmware erstmal her? Wenn man mal einfach im Android-File-System schaut, dann gibt es hier diese Datei, zumindest beim Nexus 5. Und die Frage ist, kann ich das nicht einfach in IDA laden und dann mal den Disassembler drüber laufen und ich habe schon alles? Ja, gute Idee. Aber wohin denn? Also das Problem ist, wir wussten, dass es in ARM-Chip ist, dieser Wi-Fi-Chip. Und in ARM-Assembler sind Sprungbefehle relativ. Das heißt, mit unterschiedlicher Basis, also je nachdem, ob ich jetzt zum Beispiel den Code auf 0x0, also nach 0 lade oder irgendwo später in Memory, sind die Sprungbefehle anders. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich genau den Code so haben, wie er auf dem Chip ist. Deshalb brauchen wir das korrekte Offset für unsere Firmware-Datei. Die Frage, ja, wie kriege ich das her? Im Endeffekt, der Treiber muss es wissen. Der Treiber ist dafür zuständig, diese Datei in den Chip zu laden und der muss, also das passiert über den Bus und im Bus muss er eben sagen, auf welches Offset er das denn laden möchte. Und das kann man wieder einfach googeln und findet dann so nette Funktionen wie das hier. Die sagt einem zum Beispiel das RAM-Base und dann sieht man schon, unterschiedliche Chips haben unterschiedliches Offset, hier zu Return da hier diese Adresse oder sonst eben 0. In unserem Fall, obwohl es der 4339 ist, ist es bei uns das Offset. Wenn man diese Funktion hier passt nicht genau zu unserem Treiber, aber wenn man unseren Treiber genau anschaut, findet man auch sowas wieder. Und somit wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir das hinladen sollen. Wir können es in IDA laden, stellen aber fest, scheiße, wir haben über 3000 Sprungbefehle, wo wir nicht wissen, wo die hinzeigen. Jetzt haben sie zwar das richtige Offset und so weiter, aber also irgendwas stimmt hier nicht. Das ist irgendwie krumm. Und es ist höchstwahrscheinlich der Fall, dass wir noch was vermissen am Code. Und wenn man sich den Aufbau vom Chip anschaut, sieht er eben so aus. Wir haben den Treiber. Wir haben das Ganze hier oben, was alles im Chip ist, effektiv. Und wir haben zum Beispiel hier die Mac-Logik. Wie gesagt, wir müssen die Firmware verändern, um den Monitor-Modus zu aktivieren, weil die Mac-Logik hier bei uns im Chip selber drin ist. Und wenn man genau hinschaut, dann gibt es eben den RAM-Teil und einen ROM-Teil. Diese Datei, die wir gerade eben gesehen hatten, die repräsentiert nur den RAM-Teil. Der ROM ist fix im Chip drin. Da gibt es keine Datei, die irgendwie reingeladen wird, sondern die ist immer da, mehr oder weniger. Ist jetzt die Frage, wie kommen wir an den Code ran? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Wir haben ein bisschen Glück vielleicht auch. Die Methode, die dafür zuständig ist im Treiber, diese Firmware-Datei in den Chip zu laden, da kann man nicht nur sagen, schreib den mal in den Chip rein, sondern lies auch aus. Die hat einfach nur einen Boolean, den man umsetzen kann. Und glücklicherweise kann man damit nicht nur RAM lesen, sondern auch ROM. Und somit kann man einfach sagen, ach ja, ich will jetzt nicht nur hier diesen RAM-Teil da reinschreiben, sondern gib mir auch übrigens nochmal den ganzen ROM. Und den kann man dann im User Space sich dumpen und mit dem RAM zusammenwerfen, hat dann den kompletten Code. Es gibt Fälle, wo das nicht so gut funktioniert. Spoiler beim Raspberry Pi 3, genauer gesagt. Da ist es so, dass uns diese Funktion keinen Zugriff geben hat auf den ROM. Hier gibt es aber andere Tricks, die man machen kann. Wir können ja den RAM verändern. Also können wir sagen, ganz am Anfang vom RAM baue ich einen Kopierbefehl ein und dieser Kopierbefehl kopiert mit den ROM einfach in den RAM. Und jetzt kann ich wieder mit meiner Membytes-Funktion hier oben hergehen und den RAM auslesen und damit eben den ROM kriegen. Wenn der ROM nicht ganz in den RAM passt, mache ich es halt in mehreren Stücken und lese mir den ROM im RAM nacheinander aus. Und so kommt man auch an den ROM ran, ohne dass man direkt Zugriff drauf hat. Weil der RAM braucht auf jeden Fall Zugriff auf den ROM. So, nachdem man den kompletten Code hat, kann man sich das mal anschauen, was denn da so alles getrieben wird in dem Chip. Ist ganz interessant. Ist im
Bare Metal Code, der da läuft. Also ist kein ganzes Betriebssystem oder so, aber der ist halt Interrupt gesteuert, hat aber einen Heap und einen Stack. Es gibt auch sowas wie Malloc und so. Und zum Beispiel gibt es auch ein Printf-Kommando und eine eingebaute Konsole. Das ist einfach ein bestimmter Speicherbereich eben reserviert für eine Konsole. Es gibt ein Printf-Kommando, da kann man dann hier seinen String weggeben und dann schreibt er den in einen bestimmten Bereich. Und da kann man sich wieder Tools basteln, die halt quasi im User Space diesen bestimmten Bereich dumpen und hat dann quasi eine ganz nette Debug-Möglichkeit. Auch wenn man eben wieder neuen Code in die Firma mit einbauen möchte. Was auch interessant ist, es gibt am Anfang vom RAM eine ganz große Pointer-Tabelle. Da stehen Pointer zu den Funktionen drin und unter anderem auch zu Funktionen im ROM. Und ROM, sagt es ja schon, kann man nicht modifizieren, so ohne weiteres. Aber dadurch, dass eben viele Funktionen im ROM über diese Pointer-Tabelle am Anfang vom RAM aufgerufen werden, kann man hergehen und kann diese Pointers ändern, um zum Beispiel zu Funktionen wieder im RAM zu springen. Und da ich den RAM mehr oder weniger komplett kontrolliere, kann ich so gesehen damit Funktionalität im ROM überschreiben, was ganz nett ist. So, wie sieht denn der Code jetzt aus? Also sogar, das ist jetzt schon dekompiliert. Normalerweise hat man in IDA nur arme Assembler. Das Problem ist, man hat keine Funktionsnamen und man hat keine Variablennamen. Also ist ziemlich eklig und man hat keine Ahnung, was das Zeug überhaupt macht. Also, es ist, bevor wir jetzt weglaufen, haben wir uns ein paar Tricks überlegt, was man so machen kann, um dann rauszufinden, was der Code denn macht. Und zwar, das Erste, was man machen sollte, ist, sich die Strings anzuschauen, die verwendet werden. Wenn man Glück hat, findet man zum Beispiel einen String, wie er hier oben ist, und findet dazu auch gleich eine Funktion, die vielleicht eine Printf-Funktion ist. Und man sieht es hier zum Beispiel sehr schön, dass es irgendeine Debug-Meldung ist von den Leuten, die eben den Firmware implementiert haben. Und vermutlich ist es auch so, dass diese Funktion, wo wir eben diesen String, wo wir diese Funktionsaufruf mit dem String gefunden haben, eben WLC TPC get current heißt. Und so können wir diese Funktion schon mal benennen, in der wir den String gefunden haben. Und jetzt kann man eben hergehen, wenn man einmal die Printf-Funktion hat, kann man schauen, wo wird denn die sonst noch aufgerufen. Und wieder hergehen, sind da wieder Strings mit dabei, die vielleicht den Funktionsnamen beinhalten und so schon mal anfangen, einzelne Funktionen zu benennen. Das andere ist, wo wir es auch ein bisschen Glück hatten, ein großer Teil von der Firmware ist sehr ähnlich zu einem Soft-Mac-Treiber. Also ich habe ja gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Chips, diese Full-Mac-Chips, die wir quasi reverse-engineert haben, aber auch Soft-Mac-Chips, wo alles quasi im Kernel und im Betriebssystem behandelt wird und alles schon in C geschrieben ist. Und wenn wir jetzt mal eine Funktion gefunden haben, die es auch in dem Softmac-Treiber gibt, können wir hergehen und schauen, ob die Funktionalität denn ähnlich ist und eventuell schauen, wenn wir die Funktion X im Softmac-Treiber gefunden haben, wo wird denn die Funktion X sonst noch aufgerufen? Und dadurch eben auch in unserer Firmware wieder mehr Funktionalität oder mehrere Funktionen auch benennen können oder andersrum. Welche anderen Funktionen ruft denn Funktion X auf? Werden die so auch im Softmac-Treiber aufgerufen? Wenn ja, kann ich diese Funktionen schon mal benennen. Was man noch machen kann, wenn man ganz verzweifelt ist, ist eben nach festen Byte-Sequenzen zu schauen. Zum Beispiel dem LLC-Header, der hat immer dieselbe Frequenz, dieselbe Byte-Sequenz. Was für uns auch ganz wichtig war, waren Stack-Traces. Stack-Traces sind im Endeffekt einfach nur eine Liste an Funktionen, die aufgerufen wurden, bis ich bei meiner aktuellen Funktion bin. Hier sieht man zum Beispiel, wir sind aktuell zum Beispiel in der Funktion 3 und über verschiedene geschachtelte Aufrufe sind wir eben dahin gekommen. Die Frage ist aber, was waren denn die Funktionen, die vorher aufgerufen wurden? Zum Beispiel ist es halt interessant, um herauszufinden, wie ein Frame durch die Firmware wandert, bis es im Endeffekt, also wenn es empfangen wird, geht es in die Firmware rein und am Schluss muss es irgendwie wieder zum Treiber gehen. Aber die Frage ist, welche Funktionen werden da aufgerufen bis dahin? Und in unserem Fall hatten wir eben das Problem, dass wir keinen Frame-Pointer haben. Also so die wenigsten wissen wahrscheinlich jetzt, was ein Frame-Pointer ist. Deshalb hier mal ein Stack. Und dann hat jede Funktion quasi einen Frame oder wird durch einen Frame repräsentiert. Und man hat eben durch verschiedene Funktionsaufrufe, baut sich der Stack auf. Und ein Frame-Pointer wäre jetzt das,
diese Frames aufeinander zeigen. Das heißt, ich weiß immer, woher, was das vorherige Frame war, wo das anfängt und wo das aufhört. Und somit könnte ich mir zum Beispiel für das Debugging eben einen Code bauen, der mir sagt, wie ich zur jetzigen Funktion gekommen bin. Das Problem ist, wir haben in unserem Fall keinen Frame-Pointer. Wir können aber andere Tricks machen. Wie gesagt, hier ist unser Stack und jedes Stack-Frame hat aber auch einen Link-Register. Das, der Witz ist ja, wenn der, angenommen, wir sind fertig mit unserer Funktion 3 oder hier mit unserem Frame 3, dann muss ja trotzdem der Prozessor irgendwie wissen, wo er jetzt weitermachen soll. Also nach dem Return, wo es weitergeht. Und genau das steht im Link-Register. Das heißt, im Link-Register steht eine Adresse zu einem Code in der vorherigen Funktion. Zum Beispiel hier ist im Frame 3, im Link-Register steht eben drin, dass es in der Funktion 2 weitergeht und so weiter. Und was wir jetzt machen können, ist, diesen ganzen Stack einfach zu dumpen. Irgendwo sind ja auch die Link-Register mit drin. Und Ida einfach zu fragen, kennst du denn für diese Adresse eine Funktion? Und wenn wir Glück haben, weiß eben Ida, ah ja, klar, die Funktion kenne ich. Und gibt uns einfach eine Liste an Funktionen, die nacheinander aufgerufen worden sind. Das Problem ist, man hat ein paar oder relativ viele False Positives. Dadurch, dass ja eben auf dem Stack nicht nur Adressen von eben vom Link-Register liegen, sondern alles Mögliche. Gibt es aber Tricks, wie man das alles rauskriegt. Was wir eben damit rausgefunden haben, ist, das, was ich gesagt habe, ist der Pfad, wie eben in Frame durch die Firmware läuft. Das ist hier abgebildet. In den schwarzen Pfeilen ist quasi der Standardablauf. Und man sieht schon, manche Funktionen wissen wir bis heute nicht, was die machen. Ist auch nicht wichtig. Aber wir wissen, die kommen hier rein und gehen hier raus, effektiv. Und das ist gut genug. Wir können dann sagen, also an dieser WLCB Make Receive wissen wir, an der Stelle haben wir Raw Frames, so wie wir sie haben wollen. Alle Headers sind da. Und wir wissen, alles, was wir da reinpacken, fällt unten beim Treiber wieder raus. Also können wir das einfach verbinden, effektiv. Und sagen, in der WLCB Make Receive, anstatt hier diesen ganzen anderen Kladderadatsch zu machen, rufen wir direkt diese Send Packet Funktion auf und haben damit eigentlich schon einen Monitor-Modus. Jetzt ist das Ganze aber noch immer ziemlich blöd, weil wir das alles noch im ARM Assembly geschrieben haben. Und wenn man mal so ein bisschen Assembly geschrieben hat, ist es halt, das ist halt total fehleranfällig und ein bisschen nervig. Und wir haben uns halt überlegt, kann man denn das nicht einfach auch in C schreiben? Und haben da ein kleines Framework uns überlegt, was im Endeffekt aus Makefiles und so ein paar Dateien besteht. Also wir haben irgendwie hier, sieht man diese drei Dateien, die wir hauptsächlich brauchen, ist eine C-Datei, ein Linker-Skript und eine Header-File. Die können wir dann alle zusammenpacken und dann mit ein paar Skripten nochmal unsere eigene gepatchte Firmware erstellen. Genauer sieht es dann so aus, in der C-Datei kommt im Endeffekt einfach nur den Code, den man jetzt braucht oder den man benutzen möchte, um seine Firmware zu verändern. Zum Beispiel Firmware-Hooks. Also ich sage, ich möchte den Parameter von Funktion X verändern. Also implementiere ich meine eigene Funktion X und rufe am Schluss nochmal die Originalfunktion X auf. Das macht man, der Code kommt bei uns in die C-Datei. Im Linker-Skript sagt man dann, wo ich dann diese neue Funktion hinpacken möchte. Und wo die Originalfunktion ist. Im Header-File haben wir schon einige Funktionen deklariert. Das ist ganz nützlich. Also da ist eben die Adresse hinterlegt, die die Funktion in der Firmware hat. Und mit einem Python-Skript kopieren wir nochmal alles zusammen und bauen uns unsere eigene gepatchte Firmware. Hier können wir auch hergehen und irgendwelche Sprungbefehle beschreiben, um überhaupt erstmal zu unserem Code hinzukommen. Das Ganze hat dann folgende Vorteile. Wie gesagt, in dieser Header-Datei haben wir schon einige Firmware-Funktionen deklariert, also muss man nicht mal selber hergehen und irgendwie groß was reverse-engineeren. Wenn man einfach diese bekannten Funktionen benutzen will, ist das kein Problem. Es ist halt jetzt zumindest kein Assembler mehr, aber noch C, also es ist immer noch schwierig genug wahrscheinlich, das zu schreiben, aber wir haben es halt ein bisschen vereinfacht. Und wir haben es noch weiter vereinfacht, indem wir schon so Template-Projekte angelegt haben. Also es gibt so in Hello Firmware oder in Hello World für die Firmware, wo man mal ein ganz einfaches Beispiel hat, wo man auch ganz relativ einfach testen kann.
Und ja, ist eigentlich ziemlich cool. Und genau, und mit dem Framework können wir dann eben unseren Monitor-Modus aktivieren. Wir haben es auch soweit fertiggebracht, alle, oder zumindest mal Aerodump und AirplayNG haben wir getestet, das funktioniert. Und also dafür braucht man noch ein paar Modifikationen am Treiber, aber soweit funktioniert es. Das können wir uns jetzt auch mal anschauen. So. Genau. Hier ist ein, mein Handy quasi, das ich jetzt schon gebootet habe. Auf unserer Homepage gibt es ein fertiges Boot-Image. Das kann man einfach, wenn man einen Bootloader hat, der unlocked ist, kann man hergehen und dieses Boot-Image booten. Dann kommen schon alle Tools mit, was man braucht, so für Aircrack und so weiter. Und wenn man das nicht mehr haben will, tut man einfach rebooten und ist alles wieder auf Default. Und jetzt können wir zum Beispiel, ich habe hier schon alles geladen, die Instruktionen dafür stehen auf der Homepage, den Link dazu gibt es nachher, aber wir können jetzt einfach mal hergehen, Aerodump NG WLAN 0 und es ist jetzt so, wie man es kennt, ne? Man gibt hier irgendwie eine Verseuchung von Radiologie und Golfplatz Access Points, unten dran würden jetzt nochmal die Clients kommen, aber er scannt auch alle Kanäle durch, wir haben Informationen von der Signalstärke mit dabei, also der Radio-Tapete ist richtig ausgefüllt. Wir wissen, auf welchem Kanal wir sind, was auch im Radio-Tapete steht. Und ja, jetzt können wir nochmal den Injection-Support testen. Man sieht hier, ich bin mit der Radiologie verbunden. Und ich habe das mal hier vorbereitet. Also ich starte mit Air Replay einfach eine Deauthentication-Attacke, will mit diesem will diesen Access Point im Endeffekt angreifen und diesen Client, was hoffentlich ich bin, sonst hat irgendjemand hier Pech. Und dann versuchen wir das mal. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem falschen Kanal. Nein, ich wollte eigentlich auf dem Kanal 1. Ah ja, genau. Und hier oben hat es sich getrennt. Also hat funktioniert. So, das war es eigentlich schon für unsere Demo. Ja. Jetzt versuche ich mal wieder hier auf die richtige Folie zu kommen. So. Jetzt habe ich noch so einen Punkt nativen Monitor-Modus. Es gibt hier so ein paar IOCTLs. IOCTLs sind im Endeffekt Kommandos, entweder vom Betriebssystem zum Kernel oder vom Kernel auch zur Firmware. Und nach einiger Zeit, nachdem wir schon den Monitor-Modus alles implementiert hatten, das Framework war super und so weiter, sind uns die zwei IOCTLs aufgefallen, die es im Treiber gibt. So, okay. Und dann haben wir mal so geschaut, wo werden die denn in der Firmware verarbeitet, weil mittlerweile kennen wir uns ja ziemlich gut aus in der Firmware. Und dann gibt es hier so zwei Funktionen, weil hier sieht man schon, hier wird dieses Monitor IOCTL, da wird quasi so ein Flag gesetzt und das wird hier geprüft. So ist das mal verdächtig, ne? Und es stellt sich raus, ja, das eine ist halt eine Funktion, um aggregierte Frames im Monitor-Modus zu behandeln und das andere ist eine Funktion für alle anderen Frames. So, im Endeffekt stellt sich raus, dass es in den meisten Broadcom-Chips, zumindest in dem, was wir angeschaut haben, einfach schon ein Built-in-Monitor-Modus gibt. Man muss einfach nur diese zwei IOCTLs richtig setzen, die im Treiber niemals gesetzt werden und die man auch so ohne weiteres nicht setzen kann. Aber es reichen zwei Zeilen Quellcode mehr oder weniger, um im Treiber zu verändern und man hat den Monitor-Modus aktiviert. Ja, das war ungefähr mein Gesicht, als ihr das gesehen habt. Es kommt, Gott sei Dank, es war die ganze Arbeit nicht umsonst, es kommt mit ein paar Problemen. Es gibt zum Beispiel, der Radio-Tap-Header wird nicht ausgefüllt. Das heißt, man kriegt nur wirklich die rohen 812 Frames. Das heißt, man kriegt zum Beispiel so die Kanaldaten nicht mit, wie stark ist der Kanal, auf welchem Kanal bin ich überhaupt. Das haben wir noch gefixt
Außerdem gibt es gar keinen Injection-Support. Das haben wir auch komplett neu einbaut. So, jetzt gibt es noch ein paar andere Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Zum Beispiel der Raspberry Pi 3 hat auch einen Broadcom-Chip on board, der BCM43438. Und da funktioniert der Monitor-Modus ist mittlerweile auch. Ihr könnt hier, ich habe heute die Domain freigeschalten, auf lp3.nexmon.org gehen und da habe ich jetzt ein Image, ein DD-Image einfach fertig gebaut für eine SD-Karte. Die kann man sich auf eine SD-Karte kopieren, in einen Raspberry Pi stecken und den Monitor-Modus haben. da gibt es auch noch ein paar Probleme. Der Treiber weigert sich bisher, Kanäle zu wechseln. Das kriege ich aber noch einbaut. Es gibt noch keine Injection. Das kriegen wir aber auch noch hin. Und die Radio-Tab-Header-Infos fehlen noch. Aber das ist alles fixbar und so weiter. Was auch ganz nett ist, dieser ARM-Chip, der in dem Raspberry Pi 3 verbaut ist, der bietet theoretisch, wir haben es noch nicht fertig gebracht, das zu aktivieren, theoretisch die Möglichkeit, auch den ROM zu verändern. Man kann sagen, egal zu welcher Adresse ich komme, ich überschreibe diese, anstatt den Befehl an dieser Adresse auszuführen, führe ich einen anderen Befehl aus. Das ist so ein Flash-Patch, nennt sich das. Das ist quasi so eine kürzere Debug-Funktionalität im Endeffekt. Und das Problem ist, dass manche Funktionen, die wir in unserem Nexus 5-Projekt, also in der Firmware für das Nexus 5, überschrieben haben für den Monitor-Modus, sind hier im ROM. Können wir also nicht direkt überschreiben. Aber mit der Funktionalität können wir vielleicht, wenn wir es hinkriegen, das zu aktivieren, eben auch den ROM so weit modifizieren, dass wir zumindest die Sprungbefehle, das eigentlich Essentielle, überschreiben können und somit quasi den klitzekleinen Monitor-Modus, wie wir ihn auch auf dem Nexus 5 haben, für den Raspberry Pi haben. Deshalb habe ich hier nochmal zugeschrieben, Simple Monitor-Modus. Dann gibt es hier noch den D11-Core. Den hat man vorher am Anfang mal gesehen, auf dieser Übersichtsfolie. Der ist quasi die letzte Instanz, bevor es wirklich an die Hardware geht. Da läuft eine separate Firmware drauf, die ist aber Teil von dieser Firmware-Datei, die wir am Anfang gesehen haben. Und die führt wirklich den zeitkritischen Code aus. Dafür gibt es einen Disassembler. Das Problem ist, das ist kein ARM-Chip oder irgendwas, was man kennt. Das ist wirklich was Proprietäres von Broadcom. Und hier auf dem Repository gibt es aber einen Disassembler und man wird schauen, was wir da in Zukunft nochmal dran machen können. Aber das ist eben, das Problem ist, es ist nur ein Disassembler und man hat dann irgendwie 7000 Zeilen an ARM-Assembly-Code und das muss man erstmal verstehen, was denn da genau passiert. Was wir in der Zukunft noch machen wollen, ist eben hier für den Raspberry Pi noch ein paar Bugs fixen und das ist dieser Flash-Patch-Modus, den ich vorher erwähnt habe. Und noch Monitor-Modus für mehr Geräte aktivieren, zum Beispiel für das Nexus 6P. Das ist nämlich auch ein Broadcom-Chip. Und ja, mal schauen, was wir sonst noch so an Broadcom-Chips finden. So, das war es eigentlich von meiner Seite. Wenn ihr irgendwie Kontakt aufnehmen wollt zu uns, dann schaut erstmal auf unsere Homepage in nextmon.org für diesen Patch für das Nexus 5 und lp3.nextmon.org für den Raspberry Pi 3. Genau, und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und uns eine E-Mail schreiben. Das war's von meiner Seite aus. Danke. Ich denke, wir haben noch Zeit für Fragen, oder? Niemand widerspricht. Fragen? am besten auf ifixit.com den Teardown gucken und dann schauen, ob die irgendwo deinen Chip markiert haben. Die Frage war, wie ich rausfinde, welcher Broadcom-Chip in meinem Handy verbaut ist. Und genau, einfach auf ifixit den Teardown googeln und schauen, ob der da beschrieben steht. Gut. Keine Fragen. Alles klar.